Ja, hallo Leute, schön, dass ich wieder auf eure Bildschirme darf. Oder bei ein oder anderem werde ich sogar via Beamer an die Wand geschmissen. Das finde ich auch immer ganz toll, wenn ihr mir sowas dann zukommen lasst, wie ihr mich dann gerade konsumiert. In diesem Video mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dem YouTube-Kanal Mark Molter, denn der macht immer so eine Flohmarkt-Aktion. Und da habe ich ausnahmsweise mal auch was abstauben können, denn er verlost oder beziehungsweise er gibt immer unterschiedliche Sachen ab, die er eigentlich nicht mehr braucht, die aber trotzdem zu schade zum Wegschmeißen sind. Die überlässt er dann euch. Das heißt, ihr könnt dann da mitmachen, müsst ihm einfach erzählen, warum, wofür ihr das haben wollt. Und wenn ihr Glück habt, schickt das euch zu. Ich habe dann hier zum Beispiel eine kleine Mini-Drohne bekommen. Darum geht es mal kurz in diesem Video, aber trotzdem möchte ich da vorher noch mal kurz was ansprechen. Was das ist, das wirst ihr jetzt erfahren. Viel Spaß dabei, euer Speaker-Schocker. Er erzählte was in dem Video, wo ich die Drohne gewonnen habe, sage ich jetzt einfach mal. Das wäre eine Mini-Drohne. Habe ich mir gedacht, warum ist denn das Paket jetzt so groß? Okay, das einzelne Paketchen, das war trotzdem sehr gut verpackt. Trotzdem war da noch so eine liebe Sache drin, wie halt so Holzgliedermaßstab, Autogrammkarte, ein paar Aufkleber und noch ein Schmackofatz dabei. Also das ist ja mal wirklich eine liebe Sache, oder? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Des Weiteren noch, wer findet diese Plopfolie, wer findet die auch so cool? Mal einen Daumen hoch geben, ich finde die immer gut. Und ein kleiner Zettel war auch noch dabei. Hallo Marcel, viel Spaß mit der Drohne. Gruß Marc. Also das ist da wohl richtig eine liebevolle und nette Art und Weise, sowas zu verschicken. Ne? Man gewinnt ja oder man kriegt es kostenlos. Ne? Und dann hat man da noch ein paar Extras dabei. Also das ist wirklich eine liebe, tolle Sache. Und das muss ich einfach mal erwähnen, das ist ja nicht selbstverständlich. Und sowas finde ich immer wieder richtig, richtig klasse und toll gemacht. Aber jetzt gucken wir mal zu der Drohne, denn die ist im Video ja auch schon erwähnt worden von dem Marx Flohmarkt, dass diese nicht ganz leicht zu steuern ist. Und ja, das ist richtig so. Man kann damit einiges machen. Diese wird mit dem Handy gesteuert über WLAN. Und ja, die Bedienung ist wirklich sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal. Also ich komme damit jetzt noch nicht ganz klar. Aber das ist irgendwo auch das ganz Interessante. Man muss sich damit auseinandersetzen, damit man damit klarkommt mit der Steuerung. Bei mir ist es schon öfters abgehoben, aber auch genauso viel hingeflogen. Wobei richtig hoch und lange in der Luft halten kann ich sie nicht. Wenn man 10 Sekunden schafft, dann ist das schon gut. Ich komme, glaube ich, mit Mühe und Not gerade mal auf 11 Sekunden. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal ein bisschen genauer an. Das ist das Paketchen FQ777 FQ17W. So sieht die Drohne aus. Gut, das Paket, alles gut. Was ist aber da drin? Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Das ist wirklich kein Scherz. Die Bedienungsanleitungen. Ja, die sollte man wirklich durchlesen, denn ansonsten hat man wirklich gar keinen Plan, wie man überhaupt irgendwas damit machen kann. Gut, dann haben wir hier noch Ersatzrotorblättchen. Davon musste ich schon eins ersetzen. Da ist mir eins im Jungfernflug schon zerdeppert. Aber alles gar kein Problem. Geht alles ganz easy, denn das ist alles wunderbar, wirklich wunderbar in der Bedienungsanleitung beschriftet, wie man das alles zu machen hat. Ein kleiner Schraubendreher ist auch noch mit dabei. Der Ladekabel für die Akkus, eine noch extern und der andere hier in die Drohne drinne. In der, wenn da mal korrektchen. So, und hier haben wir es auch schon. Die Drohne ist in etwa so schwer wie, ja, wie so eine Fernbedienung vom Fernseher. Vielleicht ist sie noch ein bisschen leichter. Die klappt man dann einfach hier auseinander. Na? Und fertig ist die Drohne. Und ganz interessant, hier vorne haben wir noch eine kleine Kamera verbaut. Diese ist jetzt zwar nicht Weltklasse, macht ungefähr Fotos und Videos in einer Qualität, wie wir es eigentlich von Handys mit Tasten noch her kennen, also schon längst vergangener Zeit. Aber es ist trotzdem ein ganz interessantes Gimmick und macht Spaß und ich finde es cool, dass es dabei ist. Auf der Rückseite dann einfach den Akku einsetzen. Das ist derselbe wie hier. Ein 3,7 Volt Akku mit 300 Milliamperestunden. In der Bedienungsanleitung steht, dass man ungefähr 7 bis 8 Minuten damit am Stück fliegen kann. Da ich aber oft auf dem Boden rumkräuche damit, komme ich damit auf eine Viertelstunde. Das Laden geht hier in einer guten Stunde, also Dreiviertelstunde, Stunde ist so ein Akku wieder voll hier mit dem mitgelieferten Stick. Und das läuft alles. So, jetzt können wir mal eben aufs Handy einen Blick schmeißen.
Und hier in der ellenlangen Bedienungsanleitung wird wirklich gut erklärt, wie man hier was zu machen hat und was das ein oder andere Tasten auf dem Display-Button dann zu bewirken hat oder was es bewirkt. Nur trotzdem ist das sehr, sehr frickelig und fummelig, da muss man sich echt schon dran gewöhnen. Und wenn man dann die richtige App heruntergeladen hat, kann man ja da mal einen Blick auf sein Smartphone schmeißen. Die App nennt sich AirFun UFO, ist kostenlos für Android und Apple verfügbar. Klicken wir mal drauf und müssen jetzt eigentlich den Anweisungen folgen, die in der Bedienungsanleitung steht. Das heißt, wir müssen unser Heimnetzwerk verlassen und uns mit dem WLAN-Netzwerk bzw. mit dem WLAN der Drohne verbinden. Wenn wir die Drohne dann verbunden haben und die App dann auch hier über den On- und Off-Button ein- und ausgeschaltet haben, dann sehen wir hier dann auch schon die Bedienelemente. Also Gas, vorwärts, rückwärts, links, rechts, steigen oder sinken. Das funktioniert sehr direkt und manchmal sehr feinfühlig. Wichtig ist allerdings zu beachten, man muss genau wissen, wie rum die Drohne gerade ist. Weiß man das nicht, fliegt man nämlich völlig in die falsche Richtung. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen knifflig. Und jetzt schauen wir uns mal immer noch meine ersten Flugminuten an. Oi, oh, hi, hi, hi. Ja, das war schon mal ganz gut. Vom Tisch gegen den Stuhl und auf den Boden. Das ist nice. Scheiße, das soll mir ein Video geben. Jetzt hängt sie unter der Couch fest, das schaff auch nur ich. Also das Ding an Ort und Stelle bewegen ist ja schon schwer. Also irgendwie mag sie die Couch ganz gerne, immer fliegt sie unter der Couch. Jetzt hängt sie im Sessel fest. Also scheint ein gemütliches Gerät zu sein, sitzt anscheinend gerne, passt schon zu mir. So kann man sich langsam mal dran gewöhnen hier. Aber das ist ja mehr kriechen anstatt fliegen. Aber so kann man dann mal ein bisschen gucken, wie die einzelnen Bewegungselemente dann hier auf dem Handy reagieren. Also ist nicht ganz einfach, aber trotzdem eine recht interessante Sache. Und eine Drohne wollte ich immer schon mal haben. Klar, das kann man jetzt nicht mit einer High-End-Drohne oder sowas vergleichen, aber für den Anfang, für ein bisschen mal da reinschnuppern, ist das eine richtig tolle Sache. Und nochmal ein Riesendank an den Marc, der das jetzt mal so ermöglicht gemacht hat. Ich gebe euch den ganzen Link einfach mal da unten in die Videobeschreibung rein oder poste es hier oben auf die Infokarte. Einfach mal zu seiner Playlist Marcs Flohmarkt. Und die anderen Kanäle von ihm, die gebe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung, denn er hat auch handwerklich einiges drauf. Da kennt man ihn vielleicht schon mal auch aus dem TV. Da hat man ihn auch schon mal sehen können. Das war es jetzt zu diesem Video. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben. Das nächste Mal sehen wir uns dann wieder wirklich dann mal mit der Radiotechnik. Denn das hat es letzte Mal ein paar Probleme gegeben. Die sind jetzt ausgemerzt. Da wird jetzt das Radio-Thema kommen. Warum ein stinknormales Radio sich zum Kaufen einfach schon in Deutschland zu diesem jetzigen Zeitpunkt nicht mehr lohnt. Das werden wir in dem nächsten Video erfahren und dann kommen wir zum dritten und dann aber auch letzten Teil der tollen Skytech-Endstufe. Da steht ja auch noch die komplette Zerstörung aus, weil das ist ja einfach nur so ein Schrottgerät. Das geht ja nur automatisch kaputt, wenn man einfach, da kann man, Herbert Grönemeyer will man damit laufen lassen und nach 2 Minuten wird das Ding heiß und geht dann Rauch auf. Das ist ja auch nicht normal und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze noch schön verfilmen können und dabei auch noch lustig gestalten können. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mich doch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch einfach beim nächsten Mal wieder. Bleibt mir gesund und munter. Bis demnächst. Euer Speakershocker. Ciao, ciao.